Nach den gestrigen Inflationsdaten ist die Wahrscheinlichkeit weiter gestiegen, dass wir im September eine Zinssenkung sehen, aber gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit gefallen, dass wir eine große Zinssenkung sehen, also von 0,5% am 18. September durch die Fed, denn wir hatten gestern ja diese Preise, die waren um und bei in der Erwartung, aber eben nicht so niedrig wie die US-Erzeugerpreise, das hätten nahelegen können. Insofern haben wir einen volatilen Handel an der Wall Street gesehen. Man wusste nicht so genau, wie man die ganze Geschichte einordnen soll, denn jetzt gerät mehr und mehr die Wirtschaft in den Fokus, respektive die Frage in den Fokus, ob es zu einer Rezession kommt in den USA. Und da steht heute ein wichtiger Tag an. Aber schauen wir uns erstmal an, was für die Märkte wirklich wichtig ist, nämlich die Frage, wenn schon die Zinsen sinken, was zunehmend wahrscheinlich ist, wie wird dann der Aktienmarkt reagieren, positiv oder negativ? Und diese Frage hängt davon ab, ob es eben zu einer Rezession kommt oder eben nicht. Wenn es zu einer Rezession kommt, dann helfen Zinssenkungen durch die Fed nichts. Wenn es nicht zu einer Rezession kommt, dann ist das positiv für die Aktienmärkte, weil eben Geld wieder billiger wird. Und wir bekommen wichtige Daten heute. Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, eigentlich nicht so wichtig, aber letzte Woche vermeintlich besser. Ich hatte schon mehrfach erklärt, warum vermeintlich. Jedenfalls, das hat eine massive Rallye an den Märkten ausgelöst, weil man sich sagte, ah, siehst du doch keine Rezession. Dann haben wir den New York Empire State Index, den Philly Fed Index, aber vor allem eben auch die Einzelhandelsumsätze. Also, wie ist der Konsument drauf? Und der Konsument, der schwächelt zuletzt. Das fühlt sich an wie eine Rezession. Mehr als die Hälfte der Amerikaner denken ja, man sei in einer Rezession, weil sie schlichtweg auf dem Boden etwas anderes erleben als die ein wenig merkwürdigen Statistiken der Regierung, das eben vorgeben. Und der Hauptgrund dafür ist diese Inflation, also die gestiegenen Preise. Die Inflationsdynamik hat sich abgeschwächt, aber die Preise sind ja nicht gefallen, sie steigen nur weniger stark und darunter leiden die Amerikaner zunehmend. Und jetzt sagt allerdings die Fed auch, selbst Mr. Bostic, der vor kurzem noch gesagt hat, ja, Ende des Jahres könnten die Zinsen fallen, der sagte, ja, ich bin offen dafür, ob wir im September die Zinsen senken werden. Denn wir sind jetzt scheinbar in so einer Range bei der Inflation und das stimmt, die pendelt sich um und bei 3% ja ein, sodass jetzt eben der Fokus der Fed sich mehr und mehr weg von den reinen Inflationsdaten auf die Arbeitsmarktsituation, die man als Indikator dafür sieht, wie es für die Wirtschaft der USA aussieht, dass man sich hierauf stärker fokussiert. Und natürlich der Konsum ist sehr, sehr wichtig, über 70% der Wirtschaftsleistung. Hier mal die Vorhersage der Bank of America deckt sich diesmal mit Bloomberg. Allerdings sagen eben viele, viele Firmen, dass der Konsument schwächer wird, vor allem der am unteren Ende der Einkommensskala, Subway jetzt mit einem Emergency Meeting, offenkundig, weil die Umsätze einbrechen. Wir haben einen deutlichen Anstieg von Insolvenzen in den USA gesehen im Vergleich zum Vorjahr. Und weil eben die Konsumenten nicht mehr mitkommen, die Firmen Schwierigkeiten bekommen, soll jetzt der Sozialismus das Ganze retten. Nämlich Madame Harris, die morgen eine Rede halten wird, wird da vorschlagen, dass man ein bundesweites Verbot von Preiswucher bei Nahrungsmitteln und Lebensmitteln hier einführen will. Das heißt, man will Preiskontrollen einführen. Und gucken wir uns mal an, in welchen Ländern solche Maßnahmen eingeführt wurden. War das positiv für die Bevölkerung, positiv für die Wirtschaft? Das Gegenteil war der Fall. Die Preise steigen. Weniger Produzenten sagen, es lohnt sich, mein Produkt auf den Markt zu bringen. Es ist immer wieder das Gleiche. Und dennoch wird dieser Fehler immer wieder gemacht. Man denkt sich, warum sind die Leute nicht bereit zu lernen? Die Fakten sind evident. Es führt jedes Mal zu einer Verschlechterung der Situation. Klingt aber erstmal toll. Junge, wir werden die Preise deckeln, dann wird alles schick. Gestern hat Biden schon gesagt, ja, die großen Firmen, die machen zu wenig, die machen sich ja die Taschen voll, und dann werden wir eben Dinge sehen, die wir im Sozialismus sehen. Also Harris scheint hier den Weg des sozialistischen Populismus zu gehen, der für die Bevölkerung absolut negativ sein wird. Es ist die Verallgemeinerung von Armut, die hier faktisch passieren wird. Und warum mischt sich der Staat da ein, wenn die Leute sagen, na, das ist mir zu teuer, solange es sich nicht um ein Kartell handelt?
Dann kaufe ich woanders. Milton Friedman hat ja mal gesagt, also wenn die Regierung in charge auf der Sahara wäre, also wenn die Regierung praktisch die Sahara beherrschen würde, dann hättest du bald nach einigen Jahren wohl einen Sandmangel, so muss man sich das vorstellen. Und das zeigt sich zum Beispiel derzeit in Argentinien. Milei, der ja von den deutschen Leitmedien schwer gescholten wird, Marktfaschist und solche Sachen hört man dann unfassbar eigentlich. Jedenfalls, der hat solche Kontrollen, solche staatlichen Eingriffe zum Beispiel in den Immobilien- und Mietmarkt aufgehoben und siehe da, plötzlich steigt das Angebot von Immobilien, die auf den Markt kommen, 195%, die Mieten sind 30% gefallen. Das ist das Gegenteil des Mietendeckels, den wir zum Beispiel in Berlin erleben, und fragen Sie sich mal, warum jetzt die Immobilienpreise respektive die Mieten vor allem in Berlin so stark steigen, eben weil es für Vermieter immer riskanter wird, letztendlich zu vermieten, wenn die Rechte der Mieter über die Maßen steigen. Mieter sollten Rechte haben, wichtig, ganz wichtig, aber eben nicht diese staatliche Kompletteingriffe wie ein Mietpreisdeckel. Also wir sehen, die Dinge sind doch eigentlich relativ klar, und es ist bisher sehr geschickt gewesen, was die Demokraten gemacht haben, nämlich irgendwie haben wir doch ein Momentum, Hauptsache sie sagt nichts, denn wenn sie etwas sagen würde, dann würde das, was noch vor kurzem eigentlich Konsens war, nämlich dass, wie man in Österreich sagen würde, die Harris ein Nudelorg ist, also jemand ist, der nicht besonders klug ist, nicht besonders fähig ist, das war ja vor kurzem noch ziemlicher Konsens und dafür gab es gute Gründe. Jetzt hat man ihr sozusagen einen Maulkorb verpasst, und das ist eine sehr, sehr kluge Strategie, muss man sagen, dementsprechend weniger jetzt passiert, aber was sie auch gesagt hat, die Idee von Trump, auch keine Tax auf Tipps, also auf Trinkgelder. Trinkgelder spielen ja in den USA im Service-Sektor eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil die Löhne so, die Grundlöhne relativ niedrig sind. Das allerdings ist etwas, was nicht nur die linken Demokraten jetzt ein bisschen nervt und was nicht abgestimmt war mit den Demokraten, sondern was natürlich auch die Einnahmen des Staates weiter verringern würde. Ergo, unter Harris würde die Verschuldung wahrscheinlich genauso krass, vielleicht sogar krasser steigen als unter Trump, der ja auch kein Musterknabe ist in dieser Beziehung. Alleine gestern Anstieg von 34 Milliarden Dollar der Verschuldung auf jetzt 35,16 Billionen Dollar in den USA. Und weil die Regierung, weil die Fed eben die Geldmengen massiv ausgeweitet hat im Gefolge von Corona, die sind dann geschrumpft, jetzt steigen sie wieder, sind die Preise gestiegen. Hier sehen wir mal über die letzten 4 Jahre, was da so wunderbar passiert ist. Und der Grund vor allem, was hier die Inflation nach unten gebracht hat, waren Used Cars, also Gebrauchtwagen, die fast 11% gefallen sind. Viele Elektrofahrzeuge, Teslas und so weiter, die schlichtweg keiner mehr haben will, wenn sie gebraucht sind. Und das ist das, was Peter Schiff auch moniert. Okay, schauen wir uns mal hier an, was diese CPI, Car Insurance, ist massiv gestiegen. Das ist aber etwas, was jeder Bürger Monat für Monat bezahlen muss, während er sich vielleicht alle paar Jahre mal einen Gebrauchtwagen kauft. Dementsprechend sei das verzerrt. Ich denke, da hat der gute Peter Schiff einen Punkt. Kommen wir zu den Märkten. Gestern also erstmal, naja, Unsicherheit, wie sollen wir das jetzt einordnen in Sachen Inflation? Was heißt das für die Zinsen? Wir haben gesehen, dass der VIX dennoch weiter gefallen ist. Über 10%. Jetzt 4 Tage hintereinander zweistellige Verluste nach einem so massiven Anstieg. Man tut jetzt so, als wäre nichts passiert, war doch gar nichts, gab keine Carry-Trade-Implosion, gab keine Rezessionssorgen, kein Abverkauf von KI-Aktien, nur die Olympiade oder, und so sehen wir, dass der VIX also zweistellig fällt, obwohl die US-Indizes, naja, leicht im Plus sind, die allermeisten, bis auf den Russell, gestern allerdings wieder unterirdisches Volumen, 42 Millionen Kontrakte nur im SPY. Also seit ein Tagen ist der Anstieg da und dieser Anstieg passiert unter null Volumen. Gleichzeitig ist die Stimmung nach wie vor sehr positiv. Hier jetzt die Privatinvestoren wieder zu 42,5% bullish, während die Bären jetzt nur noch 28,8% stellen nach dieser Rallye. Unten sehen wir Investors Intelligence, also Börsenbriefe. Da dürfte jetzt heute oder morgen die neue Zahl kommen. In der letzten Woche war das ziemlich eingebrochen, aber wir sehen bei den Privatinvestoren, die hier befragt
gefragt werden, gab es nie so den richtigen kompletten Einbruch bei der Stimmung. Und die Aktienmärkte sind gestiegen wie eine Nvidia, aber wir sehen jetzt aus den 13Ks, also den Offenlegungen von Positionen bei institutionellen Investoren, dass Elliott Management verkauft hat, komplett Nvidia, dass Soros komplett Nvidia verkauft hat. Nvidia jetzt auch an einer interessanten charttechnischen Marke. Auch jetzt Erhard sagt, die KI-Blase ist geplatzt, weil schlichtweg eben die Kurse schneller gestiegen waren als die Gewinne der jeweiligen Unternehmen. Und auch wichtig jetzt, diese Wedge, die wir beim Nasdaq sehen, die schreit eigentlich, das ist eigentlich eine bärische Wedge, die sich jetzt immer weiter verengt, schreit eigentlich nach einer Auflösung nach unten. Aber das ist Bärenpropaganda, meine Damen und Herren. Nach unten löst sich derzeit Krypto ein bisschen auf. Nachdem die Amerikaner das tun, was die deutsche Regierung schon gemacht hat, nämlich beschlagnahmte Bitcoins zu verkaufen, die also illegal angehäuft wurden und dann vom Staat beschlagnahmte worden. Wir sehen deswegen Bitcoin unter Druck. Dieser Chart sieht nicht so richtig bullisch aus, Bitcoin hier zu dem Dollar. Und was mir sympathisch ist an Bitcoin, es ist ein dezentrales System, das ist grundsätzlich gut, finde ich. Was sympathisch ist auch, dass die Bitcoin-Trader sehr, sehr gute Frühindikatoren sind. Achten Sie mal drauf, wenn US-Konjunkturdaten kommen, dann sehen Sie die Bewegung, die später, ein bisschen später bei den Aktienmärkten kommt, sehen Sie schon beim Bitcoin-Kurs sehr, sehr oft. Was mir nicht gefällt an Bitcoin ist, dass es jetzt in dieser Krisensituation reagiert hat, wie alle Liquiditätsassets. Es ist also nach unten gegangen. Es hat Kursverluste erleiden müssen und anders als bei Gold, das zeigt, dass das nicht so der richtig sichere Hafen ist. Aus meiner Sicht, das ist eben ein Liquiditätsasset. Kommen wir nach China noch, meine Damen und Herren. Mäßige Daten in der Summe. Retail Sales ein Ticken besser, Industrial Output ein Ticken schlechter. Und vor allem die Investitionen doch deutlich schlechter. Die Fixed Investments mit 3,6%. Noch wichtiger, aber die chinesischen Immobilienpreise. Hier sehen wir 0,65% weitergefallen. Im Vormonat war 0,67% für neue Häuser und Existing Homes minus 0,8%, Vormonat war minus 0,85%. Es geht konstant nach unten mit den Immobilienpreisen. Damit werden die Chinesen immer ärmer, können weniger konsumieren. Jetzt hat Chinas Regierung gesagt, okay, der Stahl-Output wird reduziert werden müssen, weil die Nachfrage schlichtweg fehlt. Und das ist natürlich etwas, was die Weltwirtschaft insgesamt belastet, zumal wir jetzt weitere Lieferkettenprobleme wohl sehen. Es sind ja die Frachtraten angestiegen, unter anderem wegen diesem Angriff der Houthis. Jetzt gab es einen Großbrand im Hafen Ningbo, mit der wichtigste Hafen in China. Das wird dafür sorgen, dass die Lieferzeiten sich verlängern, dass wir Lieferkettenprobleme wieder bekommen, dass die Containerfrachtraten wieder steigen dürften. Das ist also ein Thema, das dann auch inflationär wirken könnte. Und wenn wir jetzt mal Richtung Europa schauen, dann schreibt das Wall Street Journal, oh, also da waren hier offenkundig Ukrainer, haben Nord Stream in die Luft gesprengt. Ausgeführt von einem General, das Ganze finanziert von einem Private Businessman, und Zelensky hat den Plan zugestimmt. Dann allerdings wollte er es am Schluss noch verhindern, was ihm nicht gelungen ist. Und das wiederum wäre natürlich eine ziemlich heftige Nummer, wenn das stimmt, was das Wall Street Journal hier schreibt, denn das würde eigentlich den NATO-Fall aktivieren. Wie hier ein deutscher Offizieller sagt, ja, also das reicht, weil das ist die kritische Energieinfrastruktur, das ist praktisch ein Angriff auf ein Land. Das hat mich ja gewundert, warum die Bundesregierung immer so desinteressiert ist an dieser Geschichte. Ist doch eigentlich eine immens wichtige Sache, die hier der Fall ist. Also da bin ich gespannt, wie das hier weitergeht. Und Putin mit einer Ansprache, der gesagt hat, also die Ukraine und seine NATO-Herren haben beschlossen, den Krieg sozusagen auf russisches Territorium auszuweiten. Wir sehen also, dass Putin hier durchaus offenkundig weiter eskaliert, beziehungsweise das als Eskalation empfindet, dass die Ukraine hier auf russisches Territorium vorgestoßen ist. Und wegen des Ukraine-Krieges auch, aber eben lange nicht nur,
hat die deutsche Wirtschaft Probleme. Hier, die Ampel steht auf Gelb-Rot, vor allem, weil sich eben die Stimmungsindikatoren verschlechtert haben, die Einkaufsmanager-Indizes verschlechtert haben, immer mehr Insolvenzen passieren, wie das IMK-Forschungsinstitut hier zeigt. Und diese Erkenntnis ist jetzt auch bei Roberto Habeck angelangt. Der sagt, ja, China ist schwach, stimmt alles, gar keine Frage. Und es ist nicht nur die Schuld der Regierung, dass die Wirtschaft nicht gut läuft, aber es ist eben auch die Schuld der Regierung, die mit immer mehr Vorschriften, immer mehr Bürokratie, einer Energiewende, die ins Nichts geht. Der EnBW-Chef, also dieses Energiekonzerns, hat gesagt, wir können nur noch nach vorne, weil sozusagen die Brücken nach hinten abgerissen wurden. Das heißt, die Regierung hat letztendlich die Wirtschaft gezwungen, komplett voll ins Risiko zu gehen. Wir versuchen alles erstmal abzuschalten und hoffen dann, dass es gelingt. Das ist ein unfassbares Risiko, das man hier eingeht. Und die Unsicherheiten kommen dazu. Da gibt es hier die Förderung, die wird dann plötzlich von einer Sekunde auf die andere gestrichen, weil die Gelder nicht mehr da sind, heißt es. Also diese Unsicherheit am Wirtschaftsstandort Deutschland sorgt dafür, dass Investitionen ins Ausland gehen. Und all das ist auch eben die Schuld der Regierung. Schauen wir uns nochmal zwei Empfehlungen an. Erstens, wie haben die Dickfische agiert bei den Tech-Aktien? Hier nochmal genauere Einblicke, was da passiert ist. Ich hatte das vorhin angedeutet. Erste Empfehlung und die zweite Empfehlung, meine Damen und Herren. FED macht sich Sorgen um Arbeitsmarkt. Zinssenkung steht an. Was geht jetzt in den Köpfen der FED vor? Zweite Empfehlung, 14:30 reinschauen, US-Daten bei finanzmarktwelt.de. Das wird wichtig und jetzt sage ich Servus, ciao.